Ein wunderschönes Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest Wunderwelten. Warum ist es da? So. Oh, guck mal. Diesmal hat OBS das Fenster nicht gefunden. Immer was anderes. Da soll er durchblicken. Falsches Passwort. Das muss ich sagen. Aber jetzt findet das jetzt, wenn es im Voll, also wenn es Spiel gestartet ist. Sehr gut. Immerhin etwas. So. Oh. Wir sind alleine. Einsam auf dieser Welt. Gut. Genau. Wir wollten uns losmachen. Auf eine weitere Tour. Hier mit die ganze Schild sieht das ein bisschen komisch aus. So, Essen haben wir dabei. Das ist schon mal gut. Wo können wir am ehesten Holz finden, das nicht protected ist? Oh, ein bisschen hoch. Ah. Da ist ja unser Imbild. Leider ist es nicht die, die wir benannt hatten. Wir müssen mal gucken, vielleicht finden wir irgendwie auch mal raus, wie man die Person doch richtig schützen kann. Wobei ich da ewig schon probiert hatte. Die letzten Male. Die letzten Folgen und da war. Namtag alleine scheint wohl nichts zu bringen. Hier ist überall Dschungel. Warum klingt das gerade wie eine Toilette? Ist das schlimm? Schildkröte. So, das ist Dschungel, Dschungel, Dschungel. Das ist überall Dschungel. Gut, dann brechen wir mal durch den Dschungel durch. Oh, hier ist eine Straße. Gott, ist überall Dschungel. Holy shit, wow. Der überall. Selbst im Eisgebiet ist Dschungel. Gibt's doch ja nicht. Hier ist wieder eine normale Wiese. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Da sind wieder Kirschbäume, okay. Diverse Palmen. Wow. Viele Palmen, die nachspawnen. Wir sind also auf jeden Fall im Gebiet, was noch nicht erkundet war. Schon mal vielversprechend. Autsch. Hier ist überall nur Bambus und irgendwelche Buchen oder was auch immer das da oben ist. Gehen wir mal an dem Berg dran vorbei, wollte ich gerade sagen, aber dann wird der Berg größer. Gehen wir hier rüber, kommen wir dann wieder runter oder gehen wir auf der Leiter lang? Gehen wir hier auf der Leiter lang. Ich glaube, wir hätten echt mal mehr Bananen mitbringen sollen. Der Map-Chan hat hier schon ein bisschen Langeweile. Hier ist ein Grasblock, Schatzbambus, hier fliegen Blöcke in der Luft. Sehr interessant. Dann sehen wir große Bäume. Ah, oh, an diese nächste Dschungel. Sind diese kleinen Dschungelbäume? Ach, verdammt. Es muss natürlich auch Nacht werden. Nicht so geil.
Da ist auch wieder kleine Dschungelbäume. Ah, da hinten. Oder? Nee, das ist auch Dschungelbäume. Oh, Kürbis. Aha. Ja, doch, sind auch Dschungelbäume. Na, verdammt. Wow, what the fuck? Wir werden sterben. Alter. Muss ja genau aufpassen, wie du fällst. Uiuiui. Ich muss mal gucken, geben diese Dschungelbäume vielleicht normales Holz? Vielleicht gehen die ja doch. Sieht zumindest aus wie normales Holz, ne? Wir probieren es einfach mal. Sieht erschreckend wie normales Holz aus, auch wenn diese ganzen Ranken hier immer blöd sind. Ich werde einfach mal ein Stack abbauen, weil ich weiß nicht genau, wie viel Holz wir brauchen. Da ich jetzt nicht weiß, wie die Umrechnung zwischen dem normalen Holz, also wie viel Holz wir für Zäune brauchen, wie viel Zäune wir für diese anderen Zäune brauchen, etc. pp. Von daher bringe ich da einfach mal einen Arsch voll mit. Aber das ist reicht. Dann noch mehr Bäume. Sehr gut. Achso. Wundere mich schon gerade, dass wir aufsammeln. So, 51 Holz haben wir schon mal. Gar nicht mal so schlecht. Über die hässlichen Ranken. Wer sich übrigens wundert, warum ich die ganzen Ranken hier dran lasse, ist, weil die Abnutzung der Werkzeuge wird in Zeit gemessen. Sprich, wenn du Blöcke hast, die du relativ schnell abbauen kannst,
dann geht halt auch nochmal runter. Also angenommen, du brauchst für einen Block ein Zehntel Sekunde, ne, dann hast du halt den Verbrauch, Zehntel Sekunde. Wenn du aber so eine Blätter hast, wo du so wie hier länger brauchst, oder gerade bei diesen Ranken ewig brauchst, also, weiß nicht, eine halbe Sekunde, was halt das Fünffache ist von einer Zehntelsekunde, dann wird ja auch die fünffache Abnutzung abgezogen. Und deswegen, da ich mein Werkzeug jetzt nicht so schnell verbrauchen möchte, nehme ich nur Blöcke, die wirklich Holz sind, damit mein Werkzeug wirklich möglichst lange hält. Ah, Basti. So, wir haben mittlerweile 99 Holz. Das heißt, wir könnten auch, es wird langsam auch wieder, oder? Nee, wird noch nicht hell. Trotzdem können wir langsam wieder nach Hause gehen. Ja, guck mal, jetzt sogar weit mehr als ein Stack. Gut, nur dann. Oder? Wir versuchen mal so nach Hause zu kommen. Ich weiß noch ungefähr, wo wir langgelaufen sind, auch wenn ich jetzt gerade überhaupt nicht weiß, wo wir jetzt aktuell sind. Wow. Ne, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Da hinten immer großen Bäume. Könnte sein, dass wir von dort gekommen sind. Achso, guck mal, wir brauchen ja bloß unsere für Judaitier folgen. Ganz vergessen. Den gibt's ja auch noch. Da ist ja voll gescheatet. Wollen wir gar nicht mal überlegen, wo wir kamen. Wow. Wow. Alter. Du musst halt bei diesen Blättern echt aufpassen mit dem Springen. Du kannst das sehr schnell so hoch springen, dass du extrem viel Fall-Damage bekommst. Hui. So zum Beispiel. Lol. Da. Man sieht richtig, wie diese Lichtblöcke, also die, die halt Licht projizieren, das Wasser verdrängen. Da zum Beispiel. Bumm. Lol. Sehr interessant. Hoffentlich ist die angeblendet noch richtig. Wobei die Entfernung kommt ungefähr hin. Es war sehr schön und auch der Mond schien helle, doch mein Fahrrad bekam eine Delle. Trali, tralalala. Auch 1 Kilometer. Aber hier ist nirgendwo Radioaktivität. Ich glaube, wo wir lang gegangen sind. War alles relativ radioaktivitätsfrei. Wir hätten die radioaktiven Blöcke hat einer manuell bei uns platziert, um uns jetzt auszuwischen. Diesen Walker, den ficken wir. Bestimmt der bei uns dann in dem Anwund, ne? Oh, da sind wir wieder. Yay. So. Oh. Warum war gerade die. Alter. Oh. Unbegrenzte Sicht war aktiv. Lol. So. Damit haben wir ein bisschen Holz. Und mit dem Holz können wir jetzt
uns einen wunderschönen Sound basteln, indem wir erstmal so machen und das Ganze dann. Ah, kurz, wie war noch mal die Zäune? Für die brauchen wir die ganz normalen Zäune. Und da ist es 2 zu 1. 2 zu 1, das heißt, wir brauchen 2 Teile Holz. So, 2 Teile Holz. Nee. Achso, ich soll erst mal gucken. Haben wir auch noch Stöcker? Nicht, dass ich jetzt hier noch mehr Stöcker bastle. Nee, sieht nicht so aus. Mal gucken, was in unseren wunderschönen Geschenketruhen ist. Aha, wusste ich doch, wir haben irgendwo Stöcker gesehen. So, das sieht schon mal gut aus. Was ist das hier eigentlich? Vintage Oil Lamp. Sehr geil. Was ist eigentlich, was kann man eigentlich hier mitmachen? Die Leiter. Muss ich das irgendwie bei mir ausrüsten? Ungefähr so. Nee, geht nicht. Muss ich das Ding benutzen? Nope. Wer spricht da? Nope. Nope. Oh, geht nicht. Nope. Nee. Okay. Einfach nur links Button simulieren funktioniert nicht. Du musst doch das Loslassen simulieren. Da habe ich auch ein Programm für, aber das ist mir zu blöd. Gut. Wie kann ich die Dinger einsetzen? Während ich im Loch gefangen bin. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt. So siehst du. Wir machen wir erstmal provisorisch, solange bis wir da die Treppen uns ausgedacht haben, machen wir da auch mal Leitern hin. Aber ich gar nicht weiß, wie. Aber wir haben keine Fläche, die einfach nach oben geht. Das ist ja deprimierend. Haben wir schon wieder. Die Framerate ist gerade relativ. Achso, weil ich noch im Fenstermodus bin. Hallo. So, jetzt. Aha, schon besser. Dirt. Danke. So. Ich mache erstmal provisorisch Leitern hin. Bis wir dann genau wissen, wie wir in Architektur technisch die Treppen bauen. Ungefähr so. Und ich würde gerne noch einfach hier weiter hochziehenderweise erstmal oben einen kleinen Durchbruch machen. Ungefähr so. So, und jetzt, wenn wir von hier runter gehen, hier können wir jetzt die Kleider benutzen, ja? Oh, wie geil. Okay, geht aber nur runter. Ah, okay. Aber immerhin. Können wir das so wissen? Sollten wir das Ding also auf jeden Fall mitnehmen, dass wenn wir uns doch irgendwo mal unterfallen haben. Oh, ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine coole Idee. Wo haben wir einen hohen Baum? Wir haben hier so ein paar von diesen Dingern hier. Kann man da. Na, sieht schlecht aus. Komme ich hier rauf? Ja. Oh, es funktioniert. Ungefähr das hier. Wumm. Ha? So kommt man noch sehr schnell, sehr weit hoch. Okay, dann. Yay! Landeplatz, willkommen! Wow!
Okay, das war mal sick. Von hinten bis hierher gegleitet. Nice. Okay, das Ding müssen wir auf jeden Fall öfters mal mitnehmen. Das Ding macht ja. Das Ding hat ein paar gute Gutigkeiten. Gut. Was wir jetzt machen wollen, ist tatsächlich. Wir gucken hier wegen den Dingern. So, da brauchen wir diverses Holz. Diverse Stöcker. Das heißt, wir machen mal so, so und so und so. Dann war ganz viele davon und noch mehr davon. Weg, weg. So, und mit denen können wir jetzt die Dinger machen. Alles. Dankeschön. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn ich würde die Dinger gerne... Erstmal gucken, wie die aussehen. Meine Idee war, die Dinger nämlich außen zu platzieren. Na, innen würde auch gehen. Da können wir zwar hier nichts mehr hinstellen an der Stelle, aber wollen wir das überhaupt? Weil, wie gesagt, deswegen war nämlich meine Idee eigentlich eher, dass wir irgendwie so machen mit du dahin und dann die Dinger so ranklatschenderweise. Das ist natürlich die Frage. Da haben wir natürlich hier so einen kleinen Gap, ob das denn gut aussieht. Der Vorteil dabei wäre natürlich, dass wir dann dafür hier Sachen hinstellen könnten. Jetzt die Frage, brauchen wir sowas überhaupt? Wollen wir draußen irgendwas hinstellen? So eine Art Liegestuhl zum Beispiel könnte man da draußen hinstellen oder Blumentöpfe oder sowas, ne? Also es gäbe schon Sachen, wo man überlegen könnte, ob es nicht sinnvoll wäre. Ja. Problem ist natürlich so, so platzierst du natürlich auch relativ schwer, weil es müssen wir wirklich alles hier mit diesem Copy-Tool machen. Worum das Ding ist, da. Können wir jetzt so machen. Und dann müssten wir jetzt immer hier an der Kante ran kopieren. So. So. Und dann bis hier halt, ne? Also es wäre machbar. Optisch haben wir hier natürlich eine kleine Unschönheit, dass wir hier halt wirklich Kante auf Kante sind, was halt nicht so realistisch aussieht. Andererseits haben wir sowieso viele Unschönheiten, so wie hier zum Beispiel, dass da eine Lücke ist. Ne, da ist ja hier auch. Hinter ist ja nichts. Das heißt, die Leiter schwebt ja auch ein bisschen. Ne, da hat man so eine kleine Lücke. Ist die Frage, ob man das verkraften kann oder nicht. Ich würde erstmal sagen, ja. Blöde Kerze. Ungefähr so. Da kommt man hier so rauf. Und voilà. Hat man ein schönes Geländer. Okay, hält doch aus. Es gibt ja manche Sachen, die lassen das eigentlich nicht zu. Und sobald du hier eins abbaust, wobei der Wässer schon hier passiert, sobald du eins abbaust, fallen alle anderen auch ab. Aber das scheint hier nicht zu sein. Das heißt, Dinger sind so wirklich praktikabel. Ich glaube, wir machen das so. Na. Jetzt natürlich die nächste Frage, wenn wir die Dinger hier wirklich jetzt immer zwei machen, ob wir denn das Dach nicht doch noch eins erweitern auf drei. Fragen über Fragen. Na, wir ziehen das mal so hoch und dann gucken wir mal, wie es denn da oben aussieht. Das heißt, wir brauchen... Warum bin ich jetzt hier runtergegangen? Gar keinen Sinn. Ich mache auch mal ganz ehrlich hier unten einen Holzblock hin. So, damit wir hier besser rankommen. Ungefähr so. Kommt dann später wieder weg. Aber erstmal, wo wir hier andauernd hoch und runter müssen, machen wir das mal so. So, kopieren. Und jetzt heißt es... Achso, wir führen erstmal einen Block, um es hier ransetzen zu können. So. Verdammt. Geht doch ganz gut. Schon wirkt es auch gleich viel mehr wie eine Plattform. So, du kommst nach da, du kommst nach... Okay, wir müssen doch hier so arbeiten. Oh Mann.
Oh Mann. Ah, geht doch. Yeah. Wollte doch schon sagen hier, muss doch besser gehen. So. Deine Mutter. Flo, niemand hat irgendwen fair was? Was? Discord, Flo. Niemand hat irgendwen vertrieben. Lyo Ufo hatte ihm mal ein Geschenk gebaut. Das ist inzwischen aber wieder weg. Keine Ahnung, wer das war. Lockert hat ihn einen Schrein gebaut. Von mir war der freundliche Hinweis, dass er nicht so cool, dass es nicht so cool ist, sich direkt neben einem anderen Grundstück zu bauen und dem anderen damit die Arbeit darum zu versauen. Das Geschenk habe ich abgebaut, weil für Walker und so. Und ja, das mit meiner Platzierung war blöd, wenn der Admin mag und World Edit hat, kann er mein Haus verschieben. Welche Himmelsrichtung? Aber was ist die Himmelsrichtung? Hallo? Etwas weiter East, Ost, gibt es noch ein Tal. Oh. Oh Gott, wir müssen schon wieder essen. Unsere Herzen. Unsere Herzen, sie sterben. So. Die Sache ist, wenn ich das Discord sehe, dann hoffe ich mal, dass sie innerhalb von Discord auch meine Texte sehen. Wobei bei meinen Servern ist es ja so, ne? Da habe ich heute diesen Discord-Board, also dieses Discord-MT oder MT-Discord, eins von beiden. Und da ist es ja bidirektional. Gut. Aber wir machen für die Folge erstmal Feierabend. Von daher, bis zur nächsten Folge.